Was mir sehr, sehr gut geholfen hat, war das Buch Tyrannen in meinem Kopf. Also das war für mich, wie viele andere, wirklich ein Buch, das habe ich bestimmt 3 oder 4 Mal gelesen, weil es einfach unglaublich gut gepasst hat auf meine Situation. Ich habe da das erste Mal gemerkt, okay, das, was sie da beschreiben, das ist genau das, was gerade in meinem Kopf so vor sich geht. Und es machte einfach unglaublich viel Sinn. Und ich habe da auch total die Motivation rausgezogen und habe gedacht, okay, komm, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe angefangen, zuerst so eine Zwangshierarchie zu erstellen. Also ich habe gedacht, okay, ich kümmere mich erstmal um meinen schlimmsten Zwang. Und es war zu der Zeit waren das die aggressiven Zwangsgedanken. Und habe dann angefangen, okay, mir überlegt, okay, was kann ich denn irgendwie Exposition, ich will jetzt nicht mit dem Schlimmsten direkt anfangen und was würde denn gerade noch so gehen? Und dann habe ich angefangen, so eine Hierarchie zu erstellen. Ich kann auch vielleicht kurz, ich habe das auch gerade hier kurz erklären. Ich habe dann angefangen, die erste Stufe war jetzt für mich, einfach das Wort Messer oder Mord einfach aufzuschreiben. Das war sowas, das hat eine Anspannung ausgelöst, aber ich konnte es aushalten. Und dann habe ich angefangen, Messer und Waffen zu zeichnen. Dann habe ich die Schublade mit dem Besteck in der Küche aufgemacht für 10 Sekunden, also bis 10 gezählt und wieder zugemacht. Und das 50 Mal am Tag oder so. Also Und das Messer vorher komplett vermieden. ich habe Messer komplett vermieden. Ich habe sofort Angst bekommen, Panik, wenn irgendwo ein Messer lag oder so. Ich habe auch nur noch mit Löffel und Gabel gegessen, weil ich dachte, okay, mit einer Löffel oder mit einer Gabel ist es zumindest schwieriger, jemanden zu ermorden. Aber selbst das war für mich Anspannung. Und vor allem in Gesellschaft mit anderen extreme Anspannung. Also ich habe dann oft auch einfach, wollte ich allein essen und habe mir dann lieber einen Döner geholt oder so, wo ich halt kein Ja. gefährliches Messer oder so dabei hatte. Und ich weiß auch noch, ich war dann, also ich habe tatsächlich auch da mich noch mit Freunden und so getroffen. Und ich weiß aber auch noch, wir saßen am Küchentisch, ich mit Freunden und dann hatten die halt, haben wir Brötchen gebacken und dann hatten die halt so ein riesiges Sägemesser und boah, das war für mich echt extrem. Ich hatte total Panik, so, also. Und ich habe das auch vermieden, also ich wollte gar kein Messer mehr in die Hand nehmen. Und ja, Stück für Stück habe ich dann das gesteigert und habe gemerkt, so, okay, es funktioniert. Ich habe kleine Schritte gemacht, ich habe gemerkt, okay, die Angst ist zwar da, aber sie ist auszuhalten, sie sinkt irgendwann. Es ist zwar immer noch kein gutes Gefühl, aber es passiert irgendwie was und es funktioniert. Und deswegen habe ich da weitergemacht. Und so auf Stufe 9 oder 10 war dann tatsächlich auch wieder ein Messer in die Hand zu nehmen und Gemüse zu schneiden. Und heute ist es für mich ganz normal. Also ich kann das machen, jeder andere. Und das ist auch was, das hätte ich mir vor einem Jahr nie träumen, hätte ich mir nie erträumen können, dass es mal so kommt. Ja, voll gut. Ich meine, wenn man überlegt, was das für eine Einschränkung ist, nicht mal keine Messer mehr verwenden zu können, ist ja auch krass, ne? Ja, und dass es heute wieder alles geht. Wow, also auch Respekt, ne, vor der Leistung, diese Exposition zu machen, dann die Messer anzufassen und damit wieder Gemüse zu schneiden. Ja, Toll, ich habe ja. auch, ich hatte ja schon erzählt, bei mir hat Humor auch unglaublich gut funktioniert. Und ich habe das auch in dem Betroffenenbericht beschrieben. Ich habe, das fand ich so cool, das war ein Vorschlag auch aus Tyrannen in meinem Kopf, einfach versuchen, das Ganze mit Humor zu nehmen. Und ich habe eigene Songs quasi geschrieben. Also ich habe mir irgendwelche Kinderlieder hergeholt und habe dann auf Basis von den Liedern eigene Songs aufgeschrieben mit meinen Befürchtungen, mit meinen Ängsten und habe die immer wieder gesungen. Und ich weiß, ich erinnere mich auch noch, ich hab dann zum Beispiel auf mein kleiner grüner Kaktus gesungen, mein kleines scharfes Messer. So.
Und ich habe das auch aufgenommen, wir können das gerne auch noch einspielen. Machen wir. Ja, und ich fand das dann irgendwann, also ich fand das so irgendwann auch echt witzig irgendwie und merkwürdig, aber ich habe irgendwie gemerkt, es funktioniert und es ist irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen bescheuert, aber es hilft mir und ich weiß, ich erinnere mich auch, dass ich mal dann Kopfhörer auf hatte und dann habe ich dieses Lied gesungen und hatte zwei Messer so in der Hand und habe mit den Messern so wie so ein Dirigent so ein bisschen und dann weiß ich noch, kam ein Freund, Kumpel von mir rein, hat so die Tür aufgemacht, sieht mich halt mit den Messern so singen und guckt so rein, macht die Tür wieder so langsam zu und okay, er macht gerade wieder seine Expo. Ah, okay, also er war involviert, er wusste, was Er abgeht. war involviert, aber es war schon so, okay, was, what the fuck, so was geht jetzt ab? Ah. Ja. Ein kleines scharfes Messer liegt vor mir auf dem Tisch. Holleri, holleri, hollero. Was brauche ich? Eine Knarre? Was brauche ich? Eine Axt? Holleri, holleri, hollero.